In Münster fand am Dienstag eine Polizeigroßübung statt. Von 9 bis 11.30 Uhr waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort, um eine simulierte Geiselnahme in einer Fahrschule an der Geiststraße zu beenden. Zwei sind gesehen worden. Ja, Philipp, soweit verstanden. Beabsichtigt ist, dass der Täter im weiteren Verlauf der Übung dann noch einige Forderungen stellen wird, dass sie in den Bereich einer Geiselnahme kommen, einer Übung angenommenen Geiselnahme. Was er genau und wann er genau es machen wird, hängt von den Umständen ab. Aber da sollte es eigentlich noch hingehen, dass der Täter noch einmal vor die Fahrschule tritt und klar formuliert, was er möchte und was er will. Was hier, mal gucken, was hier los ist. Sie sind doch alle bekloppt. Mann, hey! So, Mann, ins Gebäude! Waffe runter! Auch das Zusammenspiel von Einsatzkräften und Sanitätern wurde trainiert. Hier mussten die Polizisten besonders vorsichtig sein. Es hätte auch eine Falle sein können. Gefordert hat der Täter 1 Million Euro und einen BMW als Fluchtfahrzeug. Rauskommen! Ich will die Hände sehen! Waffe runter! Ich hab keine Waffe! Zeig die Hände! Streck die Hände nach vorne aus! Tritt auf die Straße! Komm raus! Raustreten! Ganz langsam! Lass die Waffe fallen! Ich hab keine Ausnahme! Rauskommen! Runter auf die Knie! Runter! Runter! Also unser Täter, hat man ja gesehen, hat dann sein Tun eingesehen, hat aufgegeben, das war dann von uns so inszeniert. Er hat seine beiden Geiseln zunächst rausgeschickt, hat dann die Waffe niedergelegt und hat sich dann vor Ort festnehmen lassen. Und dann beim Übungsende müssen wir schon relativ schnell dazwischen gehen, damit da nicht noch Schlimmeres passiert. Soll ja niemand verletzt werden bei der ganzen Geschichte.